Wir haben heute zu Gast, mich sehr freue, den Kai-Uwe Stahl, Gründer und Geschäftsführer der Reporting Impulse. Bestimmt bekannt bei vielen von euch über den Podcast BI und DIE und viele, sagen wir mal, Roadshows, Vor-Ort-Events, die Reporting Impulse durchführen, sind ja auf dem Gebiet der Data Analytics und alles, was da mit zu tun hat, wirklich bekannt wie bunte Hunde, kann man sagen. Ja, Hunde. Und Kai, komm gern auf die Bühne. Der erste Platz ist deiner. Ein Applaus für Kai. Brauchst du ein Mikro? Ich glaube, ich sollte das nutzen, oder? Okay. So funktioniert es nicht. Okay. Ja, ganz lieben Dank, dass wir hier sein dürfen. Es hat ja irgendwie, glaube ich, 2015 durfte ich auch schon mal hier sein. Jetzt hier im Sofa, auf dem Sofa ist natürlich mega, mega schön. Und ja, ich bin auch gespannt, was für ein Video dann von uns abgespielt wird, weil jeder Keynote-Speaker hat bisher ein Video bekommen. Ich bin mal gespannt, ob ich auch eins bekomme. Es kommt darauf an, was du uns eingereicht hast. Have a seat. Keins habe ich eingereicht. Von dem alles. Der Kai wird unterstützt von unserem Matthias Witzjörg. Der Matthias ist unser Teamlead des AI Analytic Teams. Bevor er zu uns gekommen ist, war er auf der Kundenseite einige Jahre als Abteilungsleiter eines BI-Teams. Bringt er also beide Seiten die Erfahrungen mit, um dann auch die Fragen von unterschiedlichen Gesichtspunkten darauf eingehen zu können. Matthias, bitte. Ja, dann setzen wir uns, oder? Ja, hört man mich? Ja, ich glaube, ne? Aha. Also ich habe keine Mikroprobleme. Nee, ich darf aber hier rein. Ist auch schön. Ich habe vorhin gesagt, ich hätte gerne die 1, hieß es, nee, die hat der Moderator, aber jetzt kann ich zeigen, ich habe doch die 1. Ja, ich habe die 4 bekommen, also ich bin voll aus glücklich. Aber du kannst einen Mic Drop machen. Ja, werde ich dann auch tun. Ja, also ich erwarte den. Okay, dann. Aber sonst, Sofa finde ich erstmal bequem. War ja hier letztes Mal bei der SAP, darf man das hier sagen? War ich auch im Sofa? Aber hier ist schöner natürlich. Oder? Also ich sehe, ihr fühlt euch wohl, ihr seid vorbereitet für knallharte Fragen, die wir im Vorfeld eingesammelt haben und jetzt auch während der Veranstaltung teilweise noch ein paar dazu kamen. Ich habe das versucht ein bisschen zu sortieren, zu clustern. Es geht vielleicht wenig überraschend viel um das Thema KI. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Trendthema, was uns ja viele umtreibt und man sich da Gedanken macht, ja, was ist das eigentlich, was kann man damit tun, was kann man damit nicht tun und wie kann man es tun. Ich würde sagen, wir starten mit diesem Themenkomplex, ja, und wir haben eine Stunde Zeit, mal schauen, wie weit wir kommen, wie viel euch einfällt, wie viel dann noch aus dem Publikum auch ad hoc an Nachfragen gestellt wird, wenn die mit euren Antworten vielleicht nicht so ganz zufrieden waren. Also dann jederzeit auch ergänzen. Erste Frage, und das sind jetzt erstmal viele, die ich da zusammenfasse, weil die ein bisschen in die gleiche Richtung gehen aus meiner Sicht, und schauen wir mal, ob ihr das euch merken könnt. Für welche Fragestellungen helfen mir AI-Tools wirklich weiter? Ist das nur Spielerei oder habe ich einen tatsächlichen Business-Nutzen? Zweite, was können Anwendungsszenarien in allen möglichen Bereichen für KI sein? Können Sie Beispiele für erfolgreiche Anwendungen von künstlicher Intelligenz in Unternehmen nennen, die echte Werte geschaffen haben? Warum kann für Unternehmen gerade in einer volkswirtschaftlichen Rezession die Investition in BI mit KI der Schlüssel zum Verlassen der Talsohle beitragen? Also geht alles so in die Richtung, wo kann ich denn mit KI was bewirken, was Sinnvolles tun? Habt ihr da Beispiele, Ideen, wo man da was Gutes mit erreichen kann?
Der Gast? Da darf ich als erstes anfangen. Das ist ja mein Lieblingsthema in Anführungsstrichen. Ich meine, ganz viele, vorhin war ja auch noch der Ralf da, die haben ja auch KI in dem Sinne eingeführt, dass sie jetzt einen Chatbot für irgendwie interne Kommunikation oder insgesamt, wenn da Fragestellungen sind. Und habe ich schon häufiger in der Situation eben gesehen, dass diese Chatbots KI heißen, wo auch immer. Finde man vielleicht witzig sozusagen, diese Kombination. Ob ich da jetzt insgesamt bei dem Thema KI da wirklich der allerbeste Ansprechpartner bin, also stelle ich mal in Zweifel, aber ich habe ja glücklicherweise auch hier nochmal den Matthias sitzen. Prinzipiell glaube ich, ist die Frage, und das war ja auch hier, ist es nur eine reine Spielwiese? Die reine Spielwiese, glaube ich, hat die KI schon längst verlassen. Also ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz klare Botschaft, die man an vielen Stellen auch schon gesehen hat. Wenn ich mich wirklich bewusst damit beschäftige, dann kann es nicht sein, dass es nur eine reine Spielwiese ist, wo ich mal irgendwas ausprobiere, sondern dann ist es das, wo ich Mehrwerte generieren muss. Ich glaube, dieses Feld, wo ist es reine Spielwiese, ist schon relativ lange her, dass es mir nur einfach rumgespielt hat, sondern jetzt geht es wirklich darum, auch echten Mehrwert zu generieren. Und diesen echten Mehrwert muss man natürlich für sich definieren. Und ich bin heute ja auch ein bisschen hier rumgelaufen. Der eine oder andere hat mich vielleicht auch gesehen mit dem Mikro. Und habe ich auch mal gefragt, hey, was ist denn so euer AI-Use-Case, der euch so megamäßig geflasht hat? Und haben ganz viele auch gesagt, ja, Moment mal, Kai, ich muss ja erst mal schauen, wo stehe ich denn aktuell? Wo komme ich denn überhaupt her? Und vielleicht auch erst mal Mehrwerte mit dem Bestehenden zu generieren. Also jetzt nicht immer nach den geilsten Topics, nach den tollsten, wie auch immer, Wortschöpfungen zu suchen, sondern einfach erst mal zu sagen, was kann ich denn mit dem Bisherigen? Und vielleicht muss ich ja auch erst mal schauen, wie groß bin ich? Welche Möglichkeiten habe ich? Natürlich ist es super, wenn man dann so jemanden vielleicht wie Matthias dann ja auch mal extern so da vielleicht mal Spielgeld hat und zu sagen, wir probieren da einfach mal was aus. Bin ich auch irgendwie ein sehr, sehr großer Freund davon, dass man eben auch klein anfängt. Auch wenn man sagt, man kann das eine tun, muss das andere nicht lassen. Also ich rede jetzt davon, dass man nicht sofort das ganz, ganz große Rad da vielleicht drehen muss, sondern auch sagen, okay, was ist der aktuelle Stand? Was muss ich erstmal an anderen Baustellen einfach auch noch lösen und dann vielleicht mal ein paar Sachen ausprobieren? Und da gibt es natürlich eine Breite von Use Cases logischerweise und die wahrscheinlich am breitesten so in Massenmedien ja auch schon hoch und runter gefallen ist, ist natürlich alles mit irgendwie ChatGPT. Und das wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie sich irgendwie eine PowerPoint helfen lassen oder irgendwelche PDFs zusammenfassen lassen oder ähnliche Dinge da einfach getan, wo du dich selber letztendlich beschleunigst oder beim Code schreiben oder auf der Fehlersuche oder bei was ich was, wo du natürlich einfach für dich auch im ganz, ganz Kleinen Mehrwerte generieren kannst. Und heute, das habe ich auch im Rahmen von von meinen Interviews irgendwie rausbekommen, weil wir so Be I or Die ist ja ein Podcast, wir haben uns damals bewusst entschieden, für die deutsche Sprache, beziehungsweise Andreas hätte das wahrscheinlich auch gar nicht anders machen wollen, das erstmal eben in Deutsch zu machen. Und jetzt habe ich eben auch von Spotify gesehen, dass sie eben in der tatsächlichen Sprache des Podcasters sie jetzt eben auch schon, ja, in Deutsch aufgenommen und dann eben auch in verschiedenen anderen Sprachen das ausspielen wollen, wurde irgendwie auch schon von Elon Musk irgendwie gelobt, in Anführungsstrichen, dass man da so KI-gestützt sozusagen auch so die Hörerschaft dann erweitert, weil einfach mehrere Sprachen noch angebieten werden können, weil das war jetzt ganz, ganz kurzfristig, habe ich das gehört oder heute gehört, jetzt ein bisschen nachgelesen. Das ist natürlich auch eine spannende Sache, also für uns persönlich sozusagen als Podcaster. Aber ja, vielleicht kannst du jetzt auch nochmal technischer auf die ganze Sache schauen oder auch aus dem, was du so aus der Praxis von deinen Kunden, von euren Kunden natürlich auch so hörst und siehst. Absolut. Also ich glaube, dieses ganze Thema ChatGPT und wie komme ich jetzt irgendwie da rein und kann mir was generieren lassen, das ist ja das große Feld der generativen KI. Und wir haben so die alte, klassische KI, das ist ja, also, kommen wir ja schon ein bisschen blöd vor, fast das zu sagen, dass es so alt und klassisch ist, aber wenn wir darüber reden, irgendwie, was ist eine Klassifikation, was ist eine Regression, eine Zeitreihenanalyse und, das ist halt diese prädiktive KI. Und ich glaube, für viele Unternehmen, also für alle Unternehmen, ist es relevant, wird es relevant sein. Wir sehen immer wieder, wenn wir mit Kunden sprechen, eigentlich drei Typen von Unternehmen.
die einen, die das erkannt haben, die auch schon eigene Data Science Abteilungen aufgebaut haben, die auch schon ganz fleißig dabei sind, die viele Modelle entwickeln, die schon viele Modelle auch produktiv setzen, die haben natürlich andere Schmerzen, sage ich mal, andere Schmerzpunkte, die kommen an andere Grenzen heran als Unternehmen, die jetzt sagen, okay, pass auf, wir haben jetzt gerade mal irgendwie unsere Daten irgendwie halbwegs im Griff und wir wollen uns jetzt dem Thema annähern, also sind offen dafür, haben aber noch keine Expertise in diesem KI-Thema. Das sind eben zum Beispiel Firmen, die wir eben an die Hand nehmen und wo wir dann hingehen und sagen, okay, die ersten Schritte könnt ihr mit uns gehen, die zeigen euch das, wie das eben funktioniert, bringen euch das bei und wollen mit euch gemeinsam wachsen und euch zeigen, was da eigentlich alles geht. Und dann haben wir die dritte Kaste von Unternehmen, die eigentlich sagen, ach dann, ey, pass auf, mit KI, gib mir da bitte weg. Also das will ich nicht, das traue ich mich nicht und ich weiß nicht, ich verstehe das nicht und das ist eh alles nur irgendwie Hokuspokus und das ist die Glaskugel und die ist eh alles schwach und so. Und ich habe schlechte Neuigkeiten, für diese dritte Kaste wird es irgendwann echt eng werden. Also wir leben in Zeiten von Fachkräftemangel, wir leben in Zeiten davon, dass wir immer produktiver werden wollen, müssen, wir brauchen Produktivitätszuwächse und das ist genau das, was KI schafft. Natürlich kann es irgendwo den Punkt auch geben, dass KI irgendwie Jobs einsparen kann, aber vor allem ist es so, dass es dass KI Jobs unterstützen kann. Das ist das, wo es vor allem hingeht, ja? Dass ich viel produktiver werde, dass ich auf meine Ergebnisse schneller und besser bekomme. Und wenn ich das dann kombiniere mit dem Erfahrungsschatz des Mitarbeiters, wenn ich das dann kombiniere, indem ich zum Beispiel generative KI und prädiktive KI zusammenbringe und zum Beispiel einen qualitätsbewussten Chatbot KI implementiere, dann erziele ich wirkliche Mehrwerte und dann kann ich das hingehen. Als kleine Faustformel, wir sind ja sehr viele BIler und ihr habt ja immer Kennzahlen, über die ihr reporten müsst. Und das sind Sachen, die ihr immer wieder darüber diskutiert und ihr sagt, das ist die eine, die zwei, die drei, die fünf Top-Kennzahlen, danach steuern wir unser Unternehmen. Was macht ihr denn damit? Im Prinzip guckt ihr euch im BI diese Kennzahl an, wie sie in der Vergangenheit war, versucht dann zu analysieren, eine Treiberanalyse zu machen, dann drillt ihr die nach Kunden, nach Produkten, nach Ländern, nach you name it auf und versucht im Prinzip Muster zu erkennen darin und sagt, okay, was erwarte ich denn jetzt für die nähere Zukunft und was erwarte ich dann, wie mein Geschäft sich entwickelt und wie kann ich da vielleicht entgegensteuern? Und genau das ist der Moment, wo ihr KI einsetzen könnt. Denn KI ist nichts anderes als eine Mustererkennung, also gerade die prädiktive KI, nichts anderes als eine Mustererkennung in diesen Daten. Viel genauer, viel unverfälschter, als es der Mensch könnte, sodass ihr einfach im Prinzip eure Daten nehmen könnt und dann sagen könnt, alles klar, das ist meine Top-KPI, nach dieser Kennzahl steuere ich mein Unternehmen. Und was wäre denn, wenn ich heute wüsste, wie sie morgen ist oder wie sie in einer Woche ist oder in einem Monat ist? Wenn ich das wüsste, wie könnte ich denn dann eingreifen und vielleicht irgendwo was nachbestellen oder eine Bestellung stoppen oder den Kunden vorher anrufen, ihn informieren, die Produktion hoch, runterfahren, etc., etc. Und wenn ich mir diese Frage einmal stelle, dann habe ich sofort meine Anwendungsfälle. Und wir sind in Zeiten davon, deswegen ist es auch die klassische KI, dass wir eben nicht mehr dabei sind, das ist eine Spielwiese, wir brauchen 280 Tage und davor sagen wir euch gar nicht, was irgendwie passiert ist. Das ist nicht mehr so. Wir haben mit modernen Tools, wir haben durch moderne Architekturen die Möglichkeit, sehr schnell im Prinzip da reinzugehen und wir kriegen sehr schnell, zumindest wissen wir, ist da Musik drin oder nicht. Und da können wir einfach super schnell reagieren. Und das ist für jeden, also es ist völlig egal, das muss nicht immer die riesen Enterprise sein, das ist für KMUs super interessant, da mal reinzugehen, sich da mal Überlegungen anzustellen und da mal nachzuforschen. Und vielleicht auch nochmal, wenn man diesen Aspekt noch, wirtschaftliche Rezession, ist das ein sinniger Weg, da jetzt wirklich zu investieren? Ich glaube, gerade weil sowas wie ChatGPT diese Massenwirksamkeit eben auch erzeugen konnte, ja, ist dieses Momentum für die dritte Kaste eigentlich, ja, das wird weniger. Also jeder, der vielleicht jetzt sich da noch so locker zurücklehnen will und sagt, hey, ist egal, wird mich nicht treffen, so in Anführungsstrichen.
Ja, der sollte tatsächlich überlegen, weil gestern auch wieder, wir hatten ja noch so einen kleinen Talk auch, bevor wir hier heute dann zum Data Talk gegangen sind in der Data Society, und da war das natürlich auch Thema, und da haben eben auch ganz, ganz viele gesagt, ja, jetzt wollen wir einfach, ne? Ob das dann dieses reine Wollen, ob das immer super ist, das ist natürlich eine Frage, aber auf jeden Fall ist das extrem in den Fokus gegangen und viele Leute beschäftigen sich damit oder mindestens sagen, ja, müssen wir mal einen Podcast dazu hören oder sowas, oder müssen insgesamt auch mal mit einem Matthias oder wem auch immer sprechen, uns inspirieren lassen, und deswegen, also wird es immer schwieriger werden, aber ich würde trotzdem jetzt auch nicht diese absolute Dämmerstimmung machen im Sinne von, okay, wir werden alle arbeitslos oder was auch immer so in dieser Geschichte, sondern es ist eher die nichts tun. Die werden hart gesprochen arbeitslos, aber die sich zunutze machen, können halt viel, viel mehr letztendlich daraus generieren. Ich glaube, das ist auch eine klare Sache. Ich weiß, die letzte Mal wieder so ein Talk, und dann wurde auch nach der Einschätzung gesagt, okay, Kai, muss ich jetzt Angst um meinen Job haben oder so? Ich sage, naja, wenn du da 1:1 so stehen bleibst, vielleicht, kann ich nicht beurteilen, aber ich meine, es ist jetzt wahrscheinlich einfach eine weitere neue Technologie, die sehr, sehr viel umkrempeln wird, aber vielleicht die jetzt auch schon länger hier im Game sind, es gab es wahrscheinlich schon an verschiedenen anderen Stellen und hat sich irgendwie weiterentwickelt. Ganz spannend ist jetzt zum Thema Rezession. Ne? Wir hatten ja jetzt, das haben wir schon wieder alle fast vergessen, aber da war ja mal diese Corona-Zeit und da ist irgendwie alles Shutdown und da haben wir alle, ja, aber das kannst du ja gar nicht voraussagen. Stimmt, den Shutdown konnte niemand voraussagen. Wir haben mal ein Beispiel gemacht. Wir haben einfach mal uns geguckt, die wöchentlichen Flugzahlen der Flughäfen in Deutschland. Einfach nur als Zeitreihe aufgelistet. Und dann kam irgendwann eben dieser harter Hard-Cutdown. Wir haben uns eine Baseline genommen, so wie viele Unternehmen planen, wo die sagen, wir nehmen die Mittelwerte der letzten 3 Jahre und plus x% Wachstum, so, das passt ganz gut. Dann haben wir das mal verglichen und haben Data Robert mal draufgeschmissen und haben ein modernes Zeitreihenanalyse dazu gepackt und haben gesehen, beides ist natürlich total in die Binsen gegangen, als der Shutdown war. Klar, wusste keiner, konnte keiner machen, das ist die Glaskugel. So. Wir haben dann aber gesehen, dass dann, als es wieder anfing, ja, der KI-Ansatz wesentlich besser und wesentlich schneller die neue Situation adaptiert hat und da wesentlich fixer darauf reagieren konnte, weil sie eben keine Legacy-Gedanken haben, sondern weil es einfach unabhängig darauf geschaut hat und einfach gesehen hat, wie sind die Muster, und das adaptieren konnte und dadurch einfach wesentlich schneller man an die richtigen Zahlen wieder rangekommen ist. Also das heißt, selbst wenn es so ein Extremfall wie so ein Shutdown bei Corona, das gleiche wird jetzt gewesen sein mit dem Angriffskrieg in der Ukraine, ja, wo viele Sachen zusammengebrochen sind, wo viele Lieferketten, Energie etc. einfach riesen harte exogene Schocks erlebt haben, dass wir da wesentlich schneller uns eben im Prinzip an die Realität annähern konnten, eben dadurch, dass wir diese Methoden genutzt haben. Mhm. Und ich glaube, das ist ja auch wieder der Punkt, wo dieses Zusammenspiel Technologie-Mensch, dass ich mich dann eben auf diese neue Situation einstelle und nicht nur sage, okay, hat nicht funktioniert, ist alles Schrott, so alles kaputt reden, sondern eben dieses, ja, ich nehme die Situation an und nutze dann wieder die Technologie, um sie eben neu zu befüttern oder neu zu durchdenken und eben von anderen Parametern dann auszugehen und trotzdem ja dann auch wieder die Zukunft besser zu gestalten. Es ist eine Unterstützung. Es ist nie die Ersetzung am Anfang, sondern es geht immer darum, dass wir unterstützen, dass wir Sachen transparent machen, dass wir Entscheidungswege transparent aufzeigen können. Okay. Also ich nehme mit, ihr sagt, beide seid ihr der Meinung, lasst uns die Möglichkeiten nutzen, sage ich mal, die uns die Tools, die Technologie bietet. Ja. Wer das, sage ich mal, jetzt nicht sofort, vielleicht heute oder morgen, aber in ein paar Jahren spätestens oder Monaten sich überhaupt noch nicht damit beschäftigt hat, wird irgendwo hinten runterfallen. Konkrete Anwendungsfälle, was man dann ganz genau damit tun kann, denke ich, ist immer eine Frage auch, was ist das Unternehmen, dass man da in den Workshop geht, schaut, welche Daten liegen vor, und du sagst, man braucht natürlich schon irgendwo einen Datenstand, um vernünftig irgendwo ein Modell auch trainieren zu können. Wir haben heute einen sehr schönen Anwendungsfall gesehen, viel mehr, aber dass ihr dann auch mit den Unternehmen, die darüber nachdenken, in den Dialog geht, sagt, lass uns mal zusammen unterhalten, dein Unternehmen anschauen, deine Anwendungsfälle, was man da tun kann. Da vielleicht mal noch mal ganz kurz, das ist ja so eine Agenda. Wir brauchen Milliarden an Milliarden an Milliarden an Zeilen. Wir brauchen Terabyte an Data. Ohne das
Big Data. Also wenn wir nicht Meta sind, wenn wir nicht Meta sind oder Amazon, da brauchen wir gar nicht erst damit anfangen, weil dann haben wir ja gar nicht die Daten. Das stimmt nicht. Also ich kann jetzt nicht, das kommt jetzt natürlich immer wieder so auf den einzelnen Use Case an, um zu sagen, wie viel Daten man wirklich braucht. Aber wenn wir ein paar 10.000 Zeilen haben, da können wir schon ganz gut was rausfinden. Ja? Gerade eher im Gegenteil, wenn ich irgendwie 30 Jahre lang irgendwelche Daten habe, Verkaufsdaten von mir, ja, was interessieren mich Daten von 1998? Ich will ja nicht mein Geschäft von 1998 voraussagen, sondern jetzt, von 2023. Jetzt möchte ich doch wissen, wo es hergeht, wo es langläuft. Ja? Und deswegen ist es, braucht man viel, viel weniger, als man denkt. Man kann viel eher starten und man braucht auch nicht das perfekte Data Warehouse darunter, sondern man kann direkt auch mit sowas starten und eher das als Aufhänger nehmen und seine Datenstrategie glatt zu ziehen. Du sagst, einfach mal machen. Probieren, der Sache eine Chance geben. Und machen. Schauen. Prima. Kommt zur nächsten Frage. Die wird jetzt ein bisschen spezifischer auf Tools, deswegen denke ich eher jetzt an Matthias. Wie gut sind die BI, also die Plattform-AI-Lösungen, wie zum Beispiel jetzt also bei Qlik das AutoML wirklich? Was kann ich mit spezifischen Tools wie ein Data Robot noch mehr machen oder kann ich damit überhaupt mehr machen? Wo sind da Unterschiede? Und wann muss ich vielleicht wirklich selbst programmieren? Mhm. Ist das möglich, dass du das so ein bisschen abgrenzen kannst von anderen? Ja, sehr gerne. Was tun? Sehr gerne. Also die Frage ist immer so, was ist meine Fragestellung? So, darin unterscheiden die sich. Qlik AutoML zum Beispiel ist ein super Tool. Es ist sehr einfach. Ich werde sehr gut geleitet durch die Analyse, durch das Modellieren der Daten, durch das Training. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, was ist ein Threshold und was ist ein F1-Score und was ist hier und was ist da und welche Zusammenhänge habe ich da. Da werde ich super durchgeleitet. Hab auch dann, das ist dann eben so die Kehrseite, relativ wenig Einstellmöglichkeiten. Man könnte auch sagen, ich kann nichts kaputt machen. Ja. Auch bedeutet, ja, das bedeutet einfach auch, ich kann sehr schnell, also die Gartner hatte mal den Begriff des Citizen Data Scientisten geprägt. Das bedeutet, also so wie wir einen Key-User haben, der in der Fachabteilung sitzt, seine Dashboards baut, können wir das auch im Prinzip mit Data Science machen und auch mit KI machen. Und Qlik AutoML ist eben genau das, dass derjenige, der sich ordentlich in Daten auskennt, der vernünftig zum Beispiel normale Dashboards bauen kann, der kann dann auch mit ein bisschen Anleitung sowas für sich bauen, solche Modelle entwickeln und für sich live setzen, vielleicht für sich nutzen, für seine eigenen Voraussagen oder im Team oder. Das funktioniert super gut. Wenn ich dann aber mehr brauche, wenn ich schnellere Antwortzeiten brauche, neue, andere Use Cases brauche, wenn ich mehr Einstellmöglichkeiten haben will oder haben muss, weil es sehr stark darauf ankommt, eben, wie ist nachher die Genauigkeit. Ja? Also ich sage jetzt mal, der härteste Fall wäre ja in der Medizin, wo es darum angeht, also jedes 0,003% Genauigkeit rettet im Zweifel Leben. Ja? Da will ich einfach super, super stark reingehen. Dann brauche ich schon ein Tool wie Data Robot, was mir die ganzen repetitiven Aufgaben abnimmt und automatisiert. Daher kommt ja der Name AutoML. Auto-AI und das abnimmt und die mir da die Geschwindigkeit gibt, dass ich da eben super stark reinkomme. Ja? Mhm. Das ist so dann der große Fall, wo ich wirklich 80%, 85%, 90% der Anwendungsfälle lösen kann. Mhm. Und dann gibt es immer so, ich sag mal, diese absolute Spezialanwendung, ja, die ich irgendwo mache. Ich sag mal, autonomes Fahren. Ja, wo es wirklich darauf ankommt, dass ich in Millisekunden super, super viele Sensordaten und Bilder und zusammen und nutzen muss und auswerten muss und direkte Steuerung übernehmen muss und so weiter und so weiter. Da brauche ich dann wirklich, wirkliche Expertenteams, die das über Jahre entwickeln, die das selbst coden. Aber ich sage mal, für diese normalen, in Anführungszeichen, Business-Anwendungen ist sowas, also ist ein Qlik AutoML ein schöner Einsteiger. Wenn ich das schön verteilen kann, wenn ich das dann in eine gewisse Produktion gebe, wenn ich das in so eine Live-Schnittstelle geben will, brauche ich sowas wie ein Data Robot, dass ich da eben schneller werden kann. Ich kann das natürlich auch per Hand coden, dann dauert es nur 10-mal so lange und wird nur halb so gut und kostet das 8-fache. Okay. Also durchaus
Möchtest du was ergänzen? Naja, ich glaube einfach, dass man da sehen kann, dass, ich will mal sagen, klar, der Matthias kann das jetzt erklären, der Matthias kann das wahrscheinlich auch selber programmieren, aber es gibt natürlich auch die Seite, die jetzt hier sitzt, wie ich jetzt beispielsweise, oder vielleicht auch der eine oder andere, der doch ein bisschen fachbereichslastiger aufgestellt ist. Ja, mit diesen Tools kann ich auch das schon beschleunigen. Und es ist ja nicht, dass man das eine ausschließen muss, dass man auch irgendwelche Spezialanwendungen vielleicht dann auch mal programmieren muss. Aber ich bin immer auch sehr, sehr stark davon überzeugt, je mehr ich das in die Breite tragen kann, desto mehr habe ich letztendlich den Vorteil in der Organisation. Wenn mehr Leute das machen können, wenn mehr Leute, sage ich mal, auch wenn es nur ganz, ganz kleine Mehrwerte, die sie dadurch generieren. Aber das in Summe ist wahrscheinlich dann wieder entscheidend, wie wenn ich jetzt eine ganz, ganz tolle Spezialleistung habe, die das Megaprain gemacht hat. Kann ich ja zusätzlich noch machen, will ich gar nicht ausschließen. Ne? Aber da eben, und du hast ja wie gesagt jetzt Tools genannt, oder wir haben ja auch Sponsoren, oder jetzt Sponsoren hier, die da ja auch tolle Sachen vorstellen. Das ist teilweise sehr nutzerfreundlich, sehr intuitiv, sehr schnell kann ich da auch wieder Ergebnisse erzielen, und das hast du ja auch schon gesagt, das ist dann nicht mehr, dass wir über, weiß ich, Monate, Jahre reden, sondern dass man da sehr, sehr kurzfristig letztendlich auch schon sieht, wohin geht's, kann ich da Mehrwerte generieren, und das ist einfach das Schöne, glaube ich, daran. Absolut, zumal wenn wir ja sagen müssen, wenn wir in den Data Science Bereich gehen, dann haben wir auch wirklich die Mentalität, if you fail, fail fast. Ja? Also wenn es mal in die Binsen geht, ist nicht schlimm, aber dann guck, dass du schnell an den Punkt kommst, wo du das erkennen kannst. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass man das rausbringt, auch in die Fachbereiche, dass die selbstständig was mal ausprobieren können. Natürlich kriegen sie vielleicht nicht, weil sie eben nicht die Data Science Ausbildung haben, die letzten x Prozent dann in der Genauigkeit hin. Aber dafür kannst du dir dann einen Profi holen. Dafür hast du dann vielleicht einen Data Scientist, den du mit der einfachen Arbeit, mit diesen ersten gucken, ist da überhaupt Musik drin, entlasten kannst und ihn dann einfach für die Spezialfälle nutzen kannst. Nichts anderes ist es ja, wenn wir von dezentraler BI reden. Das machen wir ja genau das Gleiche. Ja? Mhm. Okay. Also durchaus, man hat seine Rechtfertigung, dass es da unterschiedliche, es gibt unterschiedliche Einstiegspunkte, sage ich mal. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt schon in der Click Cloud bin, dann ist vielleicht der Weg zu einem Click AutoML ein kurzer. Einfach mal damit gucken, wie weit, was kann ich damit machen. Also die Grenzen kann man besprechen, dann gibt es spezielle Tools wie ein Data Robot, und im Extremfall muss ich vielleicht auch mal selber programmieren, aber das sollte dann eher der kleinere Teil sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Super. Gibt es bisher, bevor ich zur nächsten Frage komme, da geht es immer noch um KI, der Alex hat eine Frage. Moment, du brauchst ein Mikro, einen Moment. Ich habe eine Frage, die geht so ein bisschen an Kai. Das ist mir so eine Einschätzungsfrage. Und zwar, ich meine, das Thema KI, das versuchen wir jetzt ja auch schon seit Jahren zu stressen, sage ich ja ganz offen, genauso wie das Thema, weiß ich nicht, Cloud war es so lange. Mich würde mal interessieren, du sprichst ja wirklich sehr viel mit großen Companies. Und wieso ist in Deutschland so dein Gefühl, wirklich, also weil in den USA oder in angelsächsischen Städten, Ländern, ist das halt immer so, dass solche Sachen viel schneller adaptiert werden. Ist das die German Angst? Was ist das? Also wovor? Weil die Leute merken ja schon, wir reden darüber, und ich glaube, also ich habe so das Gefühl, dass ChatGPT also viele echt in Panik versetzt. Und dann, wieso weit sind wir schon? Was haben wir denn in den letzten Jahren gemacht? Ja, deswegen auch kann ich jedem sagen, der immer gesagt hat, das klappt bei uns eh nicht. Meine Erfahrung, ich rede ja auch schon mal mit Leuten auf einem etwas höheren Level, auf einmal sind Budgets da. Ja, also das ist auch so meine Erfahrung, aber was ist das? Also das ist, würde ich jetzt auch nicht nur in KI sehen, sondern das würde ich auch in, gehe ich in die Cloud mit meinen Daten, wo es auch ein Shift jetzt langsam gibt, ja, oder mache ich ein Data Warehouse in der Cloud, nutze ich sowas? Deine Einschätzung, du sprichst viel mit so großen Unternehmen, was ist das wirklich, was sind da die Triggerpunkte vielleicht auch, um, wenn ich hier so sitze und aus so einem BI-Team oder AI-Team komme, wie ich vielleicht auch meinen Chef trigger, sowas dann doch zu machen? Ja, ist natürlich eine super schwere Frage, definitiv. Aber dafür bist du ja da. Ja, deswegen, ja, ich versuche sie zu beantworten. Nein, ich glaube, es sind Dinge, die du sicherlich angesprochen hast. Also erstmal diese Angst davor, oder wie wir auch immer sprechen, okay, wir haben keine Fehlerkultur oder ähnliches, oder ich will mir es ja nicht mit meinem Chef oder so verkacken, weil muss ja noch Karriere machen. Also diese auch persönlichen Dinge, die damit verknüpft werden, gehe ich das Thema wirklich auch an. Oder ich habe auch schon Gespräche dann mit Kollegen geführt, die dann sagen, ja, wir gehen aber dann nur diese ganz niedrigschwelligen Themen einfach an, damit wir eben nicht die Wahrscheinlichkeit sehr hoch sind, dass wir letztendlich versagen oder es eben nicht weitergeht.
Und ich glaube, das Gute, das ist natürlich, vielleicht sind wir da auch ein bisschen die Schäfchen, die dann irgendwie folgen, wenn solche Momente da sind, wie jetzt du sagtest, ChatGPT, wo man so megamäßig geflasht ist und so geht, oh Gott, jetzt ist das Momentum da, jetzt müssen wir was machen. Du hast gestern auch gesagt, du hast ganz, ganz viele, die jetzt plötzlich auf dich zugehen und sagen, hey Alex, wir müssen jetzt irgendwas machen, KI, schlag nur irgendwas vor, wir machen's. Wo dann vorher noch gewesen wäre, so hätte sich vielleicht gar keiner drauf angesprochen. Von dem her ist es wahrscheinlich diese Kombination aus, das Momentum ist da, jetzt sind wir getriggert, jetzt können wir liefern, aber wir sind wahrscheinlich so, vielleicht kulturell gesehen, jetzt nicht diejenigen, die jetzt diesen Change einleiten, aber ich glaube, wenn wir getriggert sind, können wir schon sehr, sehr gut liefern und deswegen ja, sehe ich das auch eher so, wenn wir herausgefordert werden, dass dann auch tatsächlich was passiert, aber sonst, dass wir jetzt so komplett voranlaufen und so die Ersten sind, ja, tendenziell eher nicht, aber eine wirkliche Erklärung, außer das, was ich jetzt hier so ein bisschen versucht habe herbeizuführen, ist nicht wirklich da. Aber hast du eine Idee, woran das, also du hast jetzt auch ein paar Ideen gelegt, aber was da wirklich sich in Unternehmen, ist es die Fehlerkultur, ist es ein Generationsding oder so, warum wir so in Deutschland so drauf sind, wie wir drauf sind, also hast du eine Idee, ich meine, du hast viel davon, du sprichst mit vielen Leuten. Ja, also ich glaube wirklich... Ganz ehrlich sein, es ist ein enger Raum hier und deine Kunden erfahren es nicht. Also, sind ja keine hier, meinst du? Genau. Nein, also es ist wirklich, glaube ich, die Sachen, die ich gesagt habe, im Sinne von, dass wir uns ja Angst haben, irgendwie zu versagen oder dass wir, wie gesagt, auch sehr noch auf Karriere und so weiter aus sind und dass man, ja, ich kann mich mal an so einen Talk erinnern, den ich hatte, wo es dann wirklich darum ging, dass Leute über Failure gesprochen haben, ja. Und da waren Leute, wie gesagt, die haben um die Existenz gekämpft, die haben solche Vorträge gemacht, du hast da mit Tränen in den Augen so ungefähr da gesessen, hast dir das angeschaut, habt ihr diese Fuck-Up-Night da angeschaut und dann kommt da einer damals, ein Kollege von Porsche und erzählt dann, ja, es ist hier so ein Projekt gescheitert und ich habe irgendwie, weiß ich nicht, 200.000 versenkt oder so und ich dachte für mich so, ja, okay, ein bisschen irgendwie die Relation zu den anderen Geschichten, aber vielleicht war das schon ein Teil dieser Wahrheit, dass es für ihn ein Riesenschritt war, sich auf so eine Fuck-Up-Mail zu stellen und sagen, ey, ich habe da 200.000 Euro versenkt, wo ich dann natürlich in der Relation sagte, es ist nicht dein Ernst, dass du dich da jetzt deswegen hinstellst, aber vielleicht ist das auch ein Teil, dass es vielleicht auch gut, dass das in Bewegung kommt, aber wahrscheinlich sind wir da noch, brauchen wir da noch ein bisschen. Danke. Ich hätte vielleicht mal eine Frage an das Publikum. Also wir haben jetzt hier ganz viel über ChatGPT gemacht. Mal Hand hoch, wer hat es denn schon mal im beruflichen Kontext benutzt? Ja, alles klar. Cool, dankeschön. Kommen wir gleich noch zu dem Thema. Ah, okay. Wir hatten aber vorher noch eine andere, weitere Frage. Hat sich erledigt? Okay, hat sich erledigt. Dann gibt es eine neue Frage? Momentan? Nein, okay. ChatGPT, gutes Stichwort, ja. Also hier steht es. Ein Jahr ChatGPT. Wie hat diese Technologie den Markt verändert? Was sind Einsatzmöglichkeiten von GenAI? Und auch dazu passend, was bedeutet das Aufkommen von ChatGPT und die Integration in bestehende Software-Tools? Sind Entwickler zukünftig überflüssig? Wird Self-Service BI, AI nun wirklich Realität? Ja, und auch noch dazu irgendwo passend, kann mich eine AI beim Aufbau meiner Visualisierung unterstützen? Stichwort Visualisierungsbibliothek, automatisiert erstellte Dashboards, Fragezeichen. Also brauchen wir zukünftig jetzt keine Consultants mehr? Kann ich jetzt also durch ChatGPT, übernimmt das für mich jetzt alles? Wie schätzt ihr das ein? Hilft uns das? Wie weit kommen wir? Haben wir einen neuen Job? Nee, also, weil ich glaube, also ja und nein. Also klar, die beantwortete Antwort. Was ChatGPT oder was die generative KI in Richtung Dashboarding machen, ist jetzt völlig egal, ob wir über Power BI oder über Data Robot oder über ThoughtBot oder was auch immer reden und Click und sonst irgendwas. Die machen gute Standard-Dashboards. Punkt. Die sind gut, die sind nicht schlecht, die bringen dir das, was du so grob willst. Die haben, das ist so mal so ein bisschen, ja, das versteht mich ja, was ich da will. Richtig verstehen tun die es nicht. Die machen einfach nur eine gute Schätzung. Ja, so viel sei dahingestellt. Aber das ist alles Standard. So,
wenn das, was ich kann, der Standard ist irgendwie, dann wird es eng. Wenn ich aber jetzt Visualisierungsexperten habe, ja, da gehört ja wesentlich mehr dazu, als oben links ist wichtig und unten rechts ist unwichtig. Sondern es geht ja darum, wenn ich ein gutes Dashboarding baue, dass ich eine Story entwickeln will, dass ich den Nutzer durchführe, dass ich, wir hatten das heute schon mit 2, 3 Gesprächen auch gehabt, dass ich die Möglichkeiten, die modernen Tools eigentlich bieten, oftmals gar nicht nutze, indem ich den wirklich ja durchleite, durch die Analyse, Anknüpfungspunkte gebe, Hinweise aufgebe und in diese Interaktion gehe und die Schmerzen versuche zu erfahren und darauf zu reagieren und das dann eben gepaart mit Erfahrung umzusetzen und eben besser werde. Ich glaube, das wird immer bleiben. Ja? Und ich glaube, das wird der Punkt sein, wo wir uns hinentwickeln müssen. Deswegen ist das unheimlich wichtig, also zu sagen einfach, was sind Guidelines, wie kann ich das gut machen, was steckt eigentlich dahinter? Mhm. Okay. Ja, ich glaube halt also als erstes Drafting oder was ist überhaupt möglich oder Standard, ist glaube ich, das extrem gut beschleunigt, da wahrscheinlich auch den einen oder anderen. Von dem her bin ich da ein großer Freund, auch das zu nutzen und eben in mindestens auch mal eben auszuprobieren. Und für den einen oder anderen ist ja vielleicht das dann auch im Standard erstmal völlig ausreichend. Aber ja, natürlich ist da immer auch noch mehr dahin. Und selbst wenn man jetzt mal ChatGPT natürlich genutzt hat, ja, da kann ich jetzt auch nicht sagen, ja, bitte bereite jetzt mal hier für diesen Talk heute, bereite mich mal vor. Ja, da komme ich auch nicht weit. Ja? Also von dem her ist es natürlich dann schon noch die Person selbst, die das Ganze dann ja irgendwo auch steuert oder durch Fragen. Gestern hatte ich auch so schön gehört, ja, das ist halt einfach die zweite, dritte, vierte, fünfte Person vielleicht dann auch im Raum, die ich so als Sparringspartner einfach nochmal habe. Und Self-Service war ja auch so angeklungen in dem Sinne, ja, kommen wir jetzt endlich mal dazu, dass Self-Service tatsächlich funktioniert oder dass es wirklich auch mal flächendeckend. Und ich glaube, es ist halt ein weiterer Baustein, also eine weitere Möglichkeit, auch Wissen zu teilen, Leuten das zugänglich zu machen, die Hürden letztendlich zu verringern, Leute da wieder zu unterstützen. Und das ist halt dann eine letztendlich von vielen, aber es sind halt letztendlich auch aus meiner Sicht die datengetriebenen Menschen, die diesen Weg eben auszeichnen und die Teil von dem Ganzen sind. Und alles drumherum, sei es ChatGPT oder was auch immer, unterstützt uns, kann uns pushen, kann uns da sozusagen die letzten paar Meter irgendwie überbrücken und helfen. Aber es ist schon auch noch der Mensch selbst, der ein gehöriges Wörtchen mitzureden hat. Okay. Ich finde es super, was du gerade gesagt hast, mit diesen, der Mensch ist doch das Entscheidende, wir müssen gucken, wie wir kommunizieren. Ich erinnere mich mal an so ein Cartoon, was ich gesehen habe mit ChatGPT, wo dann einer gesagt hat, wow, guck mal, super geil, hier bei meinen Besprechungsnotizen, diese 5 Punkte, die ich mir mitgenommen habe, die habe ich in ChatGPT gegeben und der hat mir da eine 4 Seiten E-Mail draus gemacht, die kann ich verschicken. Und dann war das nächste Bild, wie einer sagt, guck mal, wie toll, ich habe diese 4 Seiten E-Mail und ChatGPT kann mir die auf 5 Punkte zurückbauen. Ja? Also, was ich damit sagen will, ist, lasst uns einfach offen darüber reden, was wir brauchen, was wir machen, was wir tun. Und da kommen wir schon dahin. Und die Kommunikation ist etwas, was der Mensch kann, wofür den Menschen brauchen. Wir vergessen ja auch immer wieder, wir haben das heute gehört von Office Partner und von Dr. Kade, die gesagt haben, Mensch, wir machen hier eine Migration oder hier, wir machen jetzt hier ein komplett neues Reporting aufbauen. Das ist ja ein Change Management. Die Dashboards hinbauen, das ist ja dann nachher ein relativ, also klar, der ist wichtig, aber das ist noch ein kleiner Teil. Die Kolleginnen und Kollegen mitnehmen, hinzugehen und zu sagen, den Nutzen klar zu machen, die Anforderungen aufzunehmen und das richtig nicht nur, was willst du, sondern auch, was brauchst du denn wirklich? Und das im Dialog zu erfahren, das ist ja das, was nachher die Arbeit ist und daraus dann die Erkenntnisse zu gewinnen. Das ist das, was wir brauchen, damit solche Projekte eben positiv laufen. Okay. Das ist ja dann auch der Unterschied zu den anderen Wettbewerbern, die ich vielleicht habe. Am Ende des Tages, diese ganzen Tools oder die Sponsoren, die wir haben, da kann jeder mit denen sprechen, aber es ist ja dann das Unternehmen, was den Unterschied ausmacht, die Menschen da drin und das sollte ja irgendwo dann auch unser Ansporn sein, deswegen wird da keiner überflüssig werden, sondern ich muss halt nur gucken, wie setze ich es bewusst ein und da beginnt es halt wahrscheinlich mit einem Workshop oder wie auch immer, wo man sich dann wirklich mal bewusst macht, an welchen Stellen macht es Sinn und wie steigen wir da ein.
Und da hängt es ja sehr, sehr stark dann letztendlich vom Ziel ab oder wo ich dann auch bisher gestartet bin, in welche Richtung das dann geht. Und ich glaube, es wird schon mehrfach auch rausgekommen, man muss nicht das allergrößte Ding starten, sondern in der kleinen Geschichte kann auch ein durchaus guter Mehrwert liegen. Und dann eben die Kombination aus diesen kleinen Schritten. Wenn das alle meine Kolleginnen und Kollegen machen, dann hilft das natürlich schon immens. Mhm. Okay, also ihr sagt quasi... Und meine Frau ruft gerade. Lass mal ChatGPT antworten. Die Sache nutzen, also die Möglichkeiten, die man hat, sich die Dinge unterstützen zu lassen oder dass es einfacher wird, sich auch mal Diagramme kann man sich erstellen lassen, man kann sich auch Skripte, Teile schreiben lassen, aber es wird nicht den Mensch oder ja, den Entwickler oder denjenigen, der verantwortlich ist, das umzusetzen und zu implementieren, ersetzen, weil eben einfach mehr dazu gehört. Ja. Ja? So, okay. Gut, dann... Alex hat noch eine Frage. Alex, eine Frage, ja, sorry. Ich glaube, eine wichtige Anmerkung, die ich da tatsächlich habe, weil ich habe gehofft, die bringt ja noch, aber ich glaube, ChatGPT hilft den Leuten, mit Daten besser zu arbeiten. Gar nicht das Dashboard erstellen ist das Entscheidende, sondern dass ChatGPT mir erzählt, ich habe hier eine Grafik mit einer Abweichungsanalyse oder eine Pareto-Analyse oder sowas, mir ChatGPT vielleicht erklärt, wie ich die Daten zu verstehen habe oder wie ich eine Regression zu verstehen habe. Weil machen wir uns doch mal ehrlich, viele meiner Kunden, wir legen in irgendwelche coolen Daten-Dashboards hin, die sagen, ah, okay, der Balken da ist größer als der andere, ja, und sowas. Aber ChatGPT tatsächlich kann Sachen erklären und vielleicht auch an unsere Schul- oder Universitäts- oder Ausbildungszeiten uns erinnern, guck mal, das hast du mal gemacht, das kann man so und so interpretieren. Und ich glaube, das ist so, das heißt, wir werden besser dadurch, dieses Thema, so ein anderes Buzzword ist ja dieses Data Literacy. Wie arbeiten wir mit Daten? Wie verstehen wir die Daten? Ich glaube, da ist es wirklich super mächtig, wenn du ChatGPT fragst, kannst du mir erklären, wie kann das zusammen, wie hängt das zusammen? Ich glaube, das ist was, weil wie oft sitzen wir im Büro und sagen, wir haben jetzt hier irgendwelche Daten, ich verstehe die nicht, kann die mir mal einer erklären? Oder vielleicht will ich auch keinen fragen, weil ich mir das peinlich ist und das ist halt eine, habe ich einen neuen Freund Kai dann, der mir dann sagen kann, wie habe ich das zu verstehen? Und ich glaube, das ist tatsächlich, das macht uns alle besser. Tatsächlich glaube ich, das ist eine große Chance. Genau, also einfach der weitere Kollege, der da im Raum sitzt, den du jede dumme Frage stellen kannst und der im Zweifel sehr punktiert, sehr treffend antworten kann. Und was man vielleicht selber einfach, auch wenn man vielleicht ein Hammer-Experte genau in diesem Ding ist, vielleicht nicht rüberbringen kann oder im Moment nicht da ist oder es gerade nicht verfügbar hat, extrem wichtig. Danke, gute Ergänzung. Nächste Frage ist recht punktuell, aber auch eine Bitte um eine kurze Antwort. Wo liegt der Unterschied zwischen Predictive Analytics und Prescriptive Analytics? Wie funktioniert Data Robot in diesem Kontext? Okay. Matthias. Predictive bedeutet, was kommt, was kann kommen. Und Prescriptive ist, wie sollte ich handeln? Also das eine ist, dass wir einmal die Darstellung kommen, was ist das, was auf uns zukommt, die reine Prognose. Und das andere ist, ich verknüpfe das direkt mit einer Handlungsempfehlung. Beispiel, zum Beispiel, wenn wir uns jetzt eine Maschine vorstellen, dann ist die Prognose, pass auf, da und da könnte was kommen, ja, da könnte was ausfallen. Und dann ist das Prescriptive, dann zu sagen, pass mal auf, geh jetzt hin und schau dir mal das Teil an und geh mir jetzt mal hin und schau dir das Teil an und wechsle das mal aus. Also, dass ich das quasi sozusagen nochmal verknüpfe mit anderen Daten und daraus eine Handlungsempfehlung mache. Das ist der Unterschied. Mhm. Data Robot kann im Prinzip damit helfen, dass wir die Prognosen erstellen können. Mhm. Und dann, das ist vielleicht immer ganz wichtig zu erinnern, nochmal zu sagen, so ein Data Science Projekt, wenn ich das nachher mache und dann habe ich so eine Prognose, dann bin ich ja noch nicht fertig. Dann fängt das ja erstmal an, dass ich mir dann überlegen muss, okay, wie präsentiere ich das, wie bringe ich das den Nutzern hin, wie kann ich das machen und kann ich zum Beispiel Handlungsempfehlungen daraus ableiten. Ganz oft sind diese Projekte eben verknüpft mit einer Optimierungsfrage. Also wenn wir jetzt das Beispiel von der Linie haben, dann wäre Predictive halt zu sagen, pass mal auf, da kommt Wasser und Prescriptive heißt, fahr jetzt die Pumpe hoch, damit du dann ein bisschen mehr Luft hast und ne, weniger hast. So, aber da erst entsteht ja dann der wirkliche Wert. Mhm. Ja. Danke. Ich denke. Das ja, ich so hätte, stehen lassen, oder? Lass es so stehen. Ich hätte es, glaube ich, hingestottert bekommen, die Unterschiede, aber natürlich treffender von Matthias. Das. Ich hätte ChatGPT befragen sollen. Ja.
Ich würde jetzt den Themenkomplex KI verlassen, es sei denn, es gibt noch Fragen dazu oder Anmerkungen. Dann kommen wir also Datenstrategie, ein bisschen allgemeinere Fragen. Wie kann eine Data Strategy für ein kleines, also hier steht 50 bis 100 Mitarbeiter Unternehmen aussehen? Was sind hier die wesentlichen Kernpunkte? Vielleicht dazu passen noch, welche Ratschläge würden Sie Unternehmen geben, die gerade erst damit beginnen, ihre Datenstrategie zu entwickeln und zu implementieren? Also jetzt, wie starte ich? Was Datenstrategie? Also Unternehmen. Wie gesagt, habe ich glaube ich auch ich finde, Strategie ist natürlich wichtig. Strategie sollte schon irgendwo natürlich auch ein Teil dieser Unternehmenskultur dann auch sein. Aber am Ende des Tages würde ich mir nie so einen harten Kopf machen. Also wenn einer zu mir kommt, wie gesagt, bin natürlich auch selber ein sehr, sehr kleines Unternehmen, sagt hier, keine Ahnung, erstmal ganz, ganz viel Geld für die Strategie, Ist-Aufnahme und whatever. Da werde ich immer sehr, sehr kritisch. Also ich würde dann immer eher sagen, okay, kleinere Sachen, kleinere Use Cases rauspicken und damit erstmal starten und so gucken, wie kann ich da vielleicht in diesen kleinen Cases gewisse Mehrwerte für mich rausholen, sei es ein kleines Dashboard oder irgendein Datenprodukt, was auch immer, was mir da unmittelbar erstmal eine Sache einfällt oder eine gewisse Automatisierung vielleicht auch, wo ich sage, okay, da habe ich große Zeiteinsparungen oder kann irgendwie datengetriebener irgendwie besser entscheiden und dann kann ich mich danach, wenn ich das Ganze dann auch irgendwie überblicke, also wenn ich mir sozusagen die Hände mal schmutzig gemacht habe, es irgendwie mal so im Ersten einfach mal ausprobiert habe, dann glaube ich, bin ich da auch selbstbefähigter, eine Strategie zu machen, wie wenn ich mir das von irgendjemand von außen vielleicht ja, aufdrücken lasse. Ja. Ich habe jetzt aktuell da auch eine Diskussion gehabt mit Kollegen von der Deutschen Bahn, die dann auch so sagten, ja, was soll ich denn machen? Soll ich es komplett auslagern? Und da sagte ich auch, hey, ich habe da eine Geschichte mit einem Automobilern aus Stuttgart zu Zuffenhausen und was die mir erzählt haben, was da die vorherige Beratung irgendwie rausgetragen hat, wo ich sage, es ist unfassbar, ja, das geht eigentlich nicht. Und natürlich so aus dieser Erfahrung heraus dann wieder zu sagen, ja, lieber Sachen erstmal klein starten, selber ausprobieren, ein Gefühl dafür zu bekommen und dann kann ich mich natürlich auch mit ja, langfristigeren oder größeren Themen tatsächlich beschäftigen. Ja, machen. Machen. Also zusammengefasst. Wirklich machen. Und genau das. Anfangen. Sobald ich Erfahrung habe, dann kann ich mir mal Gedanken machen, weil dann weiß ich auch, wo sind überhaupt meine Schmerzpunkte und wo bin ich gut, wo bin ich vielleicht nicht ganz so gut. Hol mir dann einen Partner mal an die Seite und spreche das mit dem einmal durch und dann kann ich da super Sachen ausbringen. Aber das ist, Größe ist nie ein Hindernis dafür zu starten. Also weder in die eine noch in die andere Richtung. Also ihr sagt quasi, klein anfangen, aber anfangen. Und dann? Ja. Ich glaube, und das ist auch keine Entschuldigung, ob ich in einem sehr, sehr großen Konzern arbeite, weil am Ende des Tages auch in diesem großen Konzern bin ich am Ende des Tages vielleicht mit meiner Abteilung oder mit meinem Bereich ja wieder relativ klein oder vergleichbar zu jedem Mittelständler in Anführungsstrichen. Also natürlich muss ich da vielleicht ein bisschen Politik logischerweise beachten, das ist mir schon klar, aber trotzdem würde ich da genau die gleiche Empfehlung machen. Mhm. Nächste Frage. Geht auch so ein bisschen ums Anfangen. Meine Daten sind verteilt und qualitativ zu schlecht oder durcheinander. Kann ich trotzdem ein BI-System implementieren oder was ist zu tun? Was mache ich? Unbedingt, genau. Dann sollte ich ein BI-System implementieren, denn ein BI-System zeigt mir genau das an. Es aggregiert die Daten und zeigt mir Abweichungen an. Und dafür ist es ja gemacht, damit ich überhaupt mal verstehe, wo stehe ich denn überhaupt? Ja. Wenn die Daten verteilt sind, klar, ich brauche einen Integrator, unsere Freunde von Time Extender da, damit geht das super schnell oder man nimmt das was anderes. Ich kann die Daten einfach nehmen, ich kann die aufbereiten, ich kann die hochschrauben und kann dann ja direkt sehen, wo habe ich denn die Probleme, wo muss ich denn bisher immer in Excel irgendwie rumdrücken und noch da die Zahl überschreiben und hier nochmal eine Anpassung machen. Das sehe ich ja dann und dann weiß ich genau, wie ich das machen kann und dann kann ich eben Verantwortlichkeiten feststellen. Wir hatten das gestern Abend beim Abendessen auch, die Diskussion, wer ist denn der Datenverantwortliche? Ist es der die Daten irgendwie, weil er sie eingibt, eben eingibt, also der die kreiert, der die schafft? Oder ist es derjenige, der die Daten auswerten möchte? Ist der nicht dafür verantwortlich, weil der doch da Nutzen drin sieht? Das ist alles
nachher Theater und Diskussion, und das kann man Politik, und das kann man auch irgendwie lösen. Wichtig ist, dass es einer macht und dass man anfängt und dass man sieht, dass man überhaupt dieses Datenproblem, das man hat. Spoiler, egal wie gut oder wie schlecht eure Daten sind, sie werden nie perfekt sein. Ja? Von der Vorstellung bitte einmal verabschieden, das wird niemals der Fall sein, nicht in 1000 Jahren, nicht mit ChatGPT und alles, was dann kommt, das wird nie passieren. Deswegen kann das, darf das kein Hindernisgrund sein, das zu starten, sondern eher im Gegenteil, nutzt das als Chance, dass ihr das seht, wo ihr arbeiten müsst, arbeitet daran und dann klappt das. Ich fand die Frage insofern gut, weil sie einen gewissen Demut natürlich jetzt so ausgedrückt hat. Häufiger höre ich das von meinen Kunden, hey Kai, super geil, Datenqualität, alles sowas, kein Problem. Und dann habe ich gesagt, okay, und wie habt ihr schon mit den Daten gearbeitet? Ja, so angefangen, so ein bisschen in Tabellen und so. Und dann, wenn man dann doch mal aktiver damit arbeitet oder dann auch in der Breite, dann formuliert man das dann vielleicht eher ein bisschen demütiger. Okay. Nächste Frage. Geht auch so ein bisschen, wie kriege ich das Projekt, sag ich mal, ausgerollt im Unternehmen, wenn ich gestartet habe. Wie hole ich meine Anwender ab, die bislang noch kein Verständnis für Dashboards und Visualisierungen haben? Also ich habe mir jetzt was Schönes ausgedacht, ich habe gestartet, bin aktiv geworden, aber wie kriege ich meine Kollegen damit ins Boot? Also für mich gesehen war heute Morgen eure Keynote, Florian sitzt da hinten, ein ganz, ganz wunderbarer Case dafür, weil du hast ja einen Case ausgesucht, der einfach mitreißend ist, die Leute können sich darunter was vorstellen, er stellt sich hin mit diesen Bildern, mit diesen Emotionen, und das ist eigentlich genau das, was man auch mit seinen Unternehmensdaten irgendwie halt einen Case finden, der alle bewegt, wo jeder sich irgendwie was drüber vorstellen kann und vor allem nicht nur warten, dass jemand dir da auf die Schulter klopft im Sinne von, ja, hast du toll gemacht, sondern sich halt irgendwie hinstellen, sei es hier auf solchen Kreisen oder natürlich vor allem eben auch intern. Und ich glaube, das ist immer das, da dieses Momentum, und da sehe ich, ich meine, man hat natürlich auch sehr, sehr viele Vorträge, und manche sagen, die sind gut, manche sagen, die sind nicht gut. Aber was natürlich immer extrem verbessert letztendlich die Akzeptanz und die Freude bei den Leuten ist, wenn es eben in den eigenen Daten, in dem eigenen Ökosystem im besten Fall auch noch von den eigenen Leuten vorgestellt wurde. Und ich glaube, das ist es neben, ich habe angefangen und dann im besten Fall habe ich natürlich solche Redner, solche Cases mir halt überlegt, was dann eben passt. Und wenn ich das dann von vornherein eben bewusst mich für sowas entschieden habe, wo jeder was mit anfangen kann, wo jeder irgendwie sagt, oh, okay, alles klar, da sehe ich das, das sind meine Daten und eine coole Story noch dazu. Und dann habe ich natürlich den Checkpoint aus meiner Sicht. Also Matthias, möchtest du das ergänzen? Oder? Absolut, also ich würde einfach sagen, schafft Mehrwerte für die Leute. Also wenn ihr jemanden überzeugen wollt, schafft Mehrwert für ihn. Löst ein Problem, was er hat oder sie hat. Ja? Das ist ja genau das, was der Florian, also fand ich eben super, gezeigt hat mit, ja, wir haben uns das Ticketsystem angeguckt, auf einmal hatten wir hier diese Volunteers, ja, und dann konnten wir einfach deswegen hingehen und sagen, pass auf Leute, eure Telefonleitung funktioniert gar nicht. Die kommen alle zu uns. Ja? Das heißt, also, dadurch durch Analytics einfach direkte Mehrwerte schaffen, direkte Anwendungsfälle schaffen, Leuten das Leben erleichtern, dann habt ihr auch Akzeptanz und dann werden die es auch nutzen. Ich habe jetzt natürlich sehr, sehr stark darauf fokussiert, danach darüber zu reden, nämlich natürlich auch davor schon, das vielleicht nochmal ergänzt, weil du sagtest, Mehrwerte schaffen, natürlich. Und wenn ich mit denen, die dann diese Dashboards oder Datenprodukte oder was auch immer dann auch tatsächlich nutzen sollen oder dürfen, mit denen muss ich natürlich ganz am Anfang letztendlich auch mit ins Boot holen, und dann kriege ich solche coolen Geschichten und kann mir ja dann vielleicht hier hinstellen und sagen, guckt mal, was wir da Geiles auf die Straße gebracht haben. Also die Leute einbinden, möglichst frühzeitig mitnehmen und daran teilhaben lassen, dann kriegt man die auf seine Seite. Sonst immer. Ja? Ja. Okay. Nächste Frage ist so ein bisschen allgemein in die Zukunft gerichtet. Welche Technologien und Trends im Bereich der Datenverarbeitung und Analyse sehen Sie als besonders vielversprechend für die Zukunft? Nicht so einfach. Alle. Nein. Ich glaube, der Trend, der wichtig ist, und das Thema ist vorhin einmal gefallen, Data Literacy. Ich glaube, dass so langsam
das Bewusstsein dafür entsteht, wie wichtig Datenarbeit ist und wie wichtig es ist, die Mitarbeitenden auszubilden und fortzubilden und darauf vorzubereiten, mit den Daten zu arbeiten. Und ich glaube, das ist das, was letzten Endes das Wichtigste ist. Also diese Organisationsentwicklung, diese Mitarbeiterausbildung, darum, das ist, also für mich ist es immer noch ein Trend, der immer noch anzieht. Es ist für mich noch nicht so gut oder so ausgeprägt, wie ich es gern sehen würde. Aber es geht in die Richtung, die Leute verstehen das. Es kommt immer mehr, hey, das ist gut und nicht mehr nur, wir knallen irgendein Tool, weil wir kennen das und das knallen wir jetzt den Leuten von Latz, sondern wir bilden sie aus, wir nehmen das mit, wir bekommen das, wir sprechen da rein, wir bilden die aus. Ich glaube, das ist wichtig. Okay, also du sagst gar nicht, es ist gar nicht irgendwie eine spezielle Technologie, sondern es ist eher das Organisatorische, das... Offen gestanden habe ich erst an sowas wie jetzt Data Mesh gedacht. Ja. Und habe gedacht, okay, super, dezentrale Datenhaltung und wir machen Contracts und das ist alles super. Und ehrlicherweise ist es jetzt so ein Thema, das wird jetzt ganz stark passieren. Und dann kommt irgendein Schlauer und sagt, hey, weißt du, das wäre doch total gut, wenn wir anstatt, dass wir so viel Kommunikation untereinander haben und da so viel Zeit verlieren, wenn wir das zentralisieren würden, wenn wir da eine zentrale Einheit haben. Und dann sind wir wieder beim Data Warehouse, was dann vielleicht anders, aber irgendwie gebaut wird wie 1993 nach den Prinzipien. Ja? Und wenn wir das da wieder sind, dann heißt es wieder, ja, vielleicht suchen wir, weiß ich nicht, dann Data Vault wieder und wie sie alle heißen, das ist alles super, das ist alles gut, das ist alles top. Alles gut, aber ich glaube nicht, dass das, also an sowas eher nicht so. Also da denke ich eher an sowas, was bleiben wird. Okay. Ich glaube, da spricht man ja in vielen Unternehmen auch schon von der Datenkultur, die man schaffen möchte. Geht ja eben auch genau in diese Richtung hin, also dass es ja noch einfach darüber hinausgeht, also nicht nur Einzelaspekte rauszupucken, vielleicht nicht nur auch jetzt Data Literacy, aber eben übergreifend sozusagen die ganze Organisation betreffend, oder dass wir jetzt vielleicht ja auch gar nicht mehr dafür nur von der datengetriebenen Organisation sprechen, sondern von den Data-Driven People, also von den Personen letztendlich, die diese Kultur prägen, die den Unterschied machen. Und wahrscheinlich ist es dieses Übergreifende, das wahrscheinlich einen extremen Trend macht. Und klar, KI und so, das haben wir auch alles irgendwie schon besprochen, kann man auch wieder hoch und runter diskutieren. Also vielleicht aber dazu mal ein Beispiel, ne? Also das war ja erst Data Warehouse, dann hieß es, mach unbedingt einen Data Lake, also schmeiß erstmal alle Daten rein und dann guckst du dir an. Und dann sagten die, ja, so ein bisschen Warehouse wäre ja auch ganz geil. Dann kam das Data Lake raus. Jetzt kommt die Fabric, wo man sagt, es ist egal, ob du ein Lake hast oder ein Warehouse, du lädst einfach einen Layer darüber und dann ziehst du das alles durch. Letzten Endes sind das Buzzwords, das sind Marketingbegriffe, das ist cool, damit sehen wir irgendwie hochglanz und schick aus und können irgendwas erzählen. Letzten Endes geht es darum, machen, ausbilden, Verständnis schaffen. Ja? Okay. Und an den Problemen arbeiten und die lösen. Mhm. Prima. Ich habe noch eine Frage, mit der ich dann zumindest von meiner Seite die Runde beschließen möchte. Aber es gibt vielleicht ja auch noch Fragen oder Anregungen aus dem Publikum. Ein bisschen provokant beschrieben. Möglichst alles von einem Hersteller oder Toolkit von unterschiedlichen Herstellern zusammenstellen. Also wie denkt ihr darüber? Ich meine, es gibt jetzt, ich meine, von Microsoft bekommt man im Prinzip alles, ja, auch von Click-Plattformen bekommt man alles. Sagt ihr, andere gehen natürlich auch in die Richtung. Das ist ja irgendwie so ein bisschen wie bei den Autoherstellern, würde ich sagen. Ne? Alle machen irgendwie alles fast. Ist das sinnvoll oder erstrebenswert, dabei bei einem Hersteller zu bleiben? Oder sagt ihr eher, schaut, wie passen die Sachen zusammen? Und was gibt es da zu bedenken? Kommt jetzt auf der Veranstaltung, die ich jeweils bin, wie ich antworte? Nein. Ich würde sagen, es macht absolut Sinn, sich alle möglichen Tools ins Haus zu holen. Wäre meine ganz klare Botschaft. Das Einzige, was ich mir halt eben überlegen muss, ist, was sind die Use Cases dahinter? Bringen die wirklich Mehrwert? Habe ich die Leute, die diese Dinge benutzen können? Und dann würde ich niemals sagen, boah, du musst es nur unbedingt, koste was es wolle, von einem Hersteller machen. Also ich hätte persönlich gegen diesen Blumenstrauß, hatte ich noch nie was, würde auch immer stark für den argumentieren. Das Einzige, was man sich natürlich Gedanken machen muss, ist für was, warum. Also diese Sachen müssen klar beantwortet werden. Und auch da gibt es natürlich solche schönen Sachen, wenn du sagst, hey, du hast da jetzt, was weiß ich, die SAP-Strategie, die Click-Strategie oder was weiß ich was und willst vielleicht nicht Power BI oder keine Ahnung haben. Ich habe mal
auch einen, ja, ich, Head of Finance oder so gehört, der sagt, hey Kai, ich bin doch froh, wenn die Leute anstatt mit Excel wenigstens mal mit Power BI rumspielen. Ist doch geil. Die kriegen ein anderes Bewusstsein. Die wissen, was Interaktivität ist. Die kriegen mehr von dieser Komplexität. Das ist doch super. Aber ich habe natürlich auch klar meine Regeln formuliert. Was bekommt ihr, wenn ihr das jetzt beispielsweise in Power BI macht? Und was bekommt ihr halt in irgendeinem anderen Tool? Oder es ist ja Tool egal, ja. Aber halt sich klar zu überlegen, auch vielleicht zentral von der IT, okay, was sind so ein bisschen diese Spielregeln, aber das konsequente Ausschließen und zu verneinen, glaube ich, wäre einfach unfair. Okay, also Kai ist sehr offen. Ich bin offen, ja. Ja. Matthias? Ich bin nicht ganz so offen. Also es geht in die Richtung, aber ich glaube, ich brauche schon eine gewisse Größe, damit ich diese Grenzkosten, die ich habe, wenn ich ein zweites, drittes, viertes, fünftes Tool einsetze, dann wieder rechtfertige, dadurch, dass ich da wirklich Expertise aufbaue. Mhm. Wir müssen uns auch überlegen, was bedeutet das denn? Ne? Habe ich jetzt, ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt Power BI und ClickSense und Tableau und ThoughtSpot alles vier als irgendwie Visualisierungs- und BI-Tools vorne habe und dafür aber dann eine Data Warehouse-Strategie oder habe ich jetzt auf einmal vier verschiedene Data Warehouser? Also da ist ja, da müssen wir darüber reden, wo geht es denn hin? Ne? Mhm. Grundsätzlich glaube ich, dass wenn man startet, sollte man vielleicht mal sich überlegen, so mit einem Tool vielleicht mal beginnen und dann mal gucken, aber wie es halt passt. Also wichtig ist halt, dass ich die Strecke abgebildet bekomme. Ja? Deswegen ist ja auch so schön, wie jetzt mit den Special Olympics, haben wir ja auch zwei Tools benutzt. Wir haben einen Timing-Sender und einen ThoughtSpot benutzt. Aber so, deswegen, weil die sich einfach super ergänzt haben und das, obwohl die Organisation sehr klein war, die Daten jetzt nicht besonders groß und die Anwenderzahl überschaubar, es hat trotzdem super funktioniert. Ja? Oder wenn wir so ein Linac haben, die sagen, wir haben einen Data Roboter, wir brauchen irgendwas für die Visualisierung, nehmen da auch einen ThoughtSpot zu, dann passt das auch super. Ja? Ob ich jetzt aber dann direkt irgendwie, weil ich sechs Anwender habe, fünf Visualisierungstools brauche, würde ich bezweifeln. Also dann schaffe ich einfach andere Probleme. Ja. Ja? Okay. Grundsätzlich würde ich das nicht ausschließen. Und wenn ich eine ordentliche Datenstrategie habe, wenn ich gerade ein gutes Data Warehouse habe, einen guten Datenkatalog habe, wenn Leute sich da rangehen können, dann wäre es mir auch egal, in welchem sie das dann irgendwie zusammenschrauben und zusammenschustern und eine Visualisierung mache. Wenn ich dann eine gute Visualisierungsstrategie auch habe und sage, pass mal auf, wir einigen uns aber darauf, so und so und so ordnen wir unsere Sachen an, das sind unsere Farbgebungen, das ist unser Style Guide, ja, dann sieht es auch gut aus, egal ob du dann Click oder Power BI oder Tableau oder was auch immer nimmst, dann kannst du das alles durchziehen, dann passt das und dann ist es auch gut. Aber ich glaube, es ist ja schon die Realität, der Toolzug, gerade wenn du in die größeren Organisationen kommst, weil natürlich auch nicht immer alles rational entschieden wird und deswegen brauchst du dann da halt entsprechende Lösungen oder halt Sachen, die du dir ableitest, weil, wie soll ich sagen, musst ja dann der Realität ins Auge schauen und ja, deswegen, aber glaube ich, findet man ganz gute Lösungen. Ja, das ist ja das, was ich sage. Ne? Die Deutsche Bahn ist irgendwie der größte Klickkunde Deutschlands, der größte Tableau-Kunde Deutschlands, der größte Power BI-Kunde Deutschlands. Das stimmt wahrscheinlich alles. Ja? Ich höre immer nur TM1 macht es, warte. Das ist ja eine ganz andere Baustelle, aber okay. Ja. Vielleicht, so, ne? Vielleicht kann man sagen, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Also so, weil das absolut. Sagen, also man sollte, denke ich, nicht offen sein für verschiedene Lösungen, wenn ich dann das mit dir zusammenfasse und deine Aussagen, wenn es Sinn macht, ne? Also klar, ja. Sagst du auch nicht, nimm alles auf, wenn es keinen Sinn macht, aber dass man schaut, was sind die Anwendungsfälle und wo passt was und aber für die gleiche Aufgabe ist es eigentlich unnötig, zwei, drei verschiedene Sachen zu haben, die eigentlich das Gleiche tun, ne? Das Problem ist ja, nachher baue ich mir wieder so eine Unstrukturiertheit, wo ich mir überlegen muss, wo finde ich denn jetzt überhaupt die Antwort auf meine Frage? Ne, und dann gehen wir dann in den Analytics-Katalog, den wir dann brauchen, und dann wieder ein Tool, für, um die Tools zu beherrschen. Und ja. Ich glaube, es ist halt, wenn ich, wie gesagt, auf der grünen Wiese in Anführungsstrichen oder bewusst entscheiden kann, ist es natürlich immer einfacher, die Komplexität möglichst runter, einige wenige Tools oder nur ein Tool. Aber wenn ich natürlich trotzdem Leute habe, die irgendwie motiviert sind und einfach mit irgendwas starten, und dann ist es trotzdem auch irgendwie, dann würde ich das halt nicht eingrenzen wollen, weil wenn du Leute hast, die jetzt für irgendwas brennen und sei es Tool XY, ist es halt einfach toll. Und dann finde ich, musst du sie unterstützen. Aber wenn du natürlich sehr rational das Ganze aufbauen kannst und analysieren kannst, ja, ist es dieses Reduzieren natürlich immer ganz geschickt. Ich will mal. Ich würde das gerne noch von einer Seite, die ihr jetzt gar nicht angesprochen habt, noch eine andere Sache betonen. Und zwar
Was ich aber schlimm finde, ist, wenn man Tools in etwas reindrängt, was sie nicht können. Also das ist also die andere Alternative, wenn man sagt, wir haben jetzt aber eine Power BI, eine Click, was Whatever-Strategie und jetzt machen wir mit, weiß ich, nehmen wir mal hier unser schönes Click, machen wir dann irgendwie SMS-Report, das geht sogar gut, aber irgendwas, was man sagt, da ist das Tool nicht für gemacht und dann fängt man an rumzubasteln, nur weil man sagt, also da bin ich ganz klar der Verfechter, sagen, für die Aufgabe, für jede Aufgabe, die da ist, sollte auch das beste Tool, wenn möglich, klar, aber wie gesagt, oft, meine Erfahrung ist, dann gehen die Kunden hin und sagen, das können wir uns nicht leisten und basteln dann 20 Tage, um danach 2 Jahre lang 100 Tage Support zu nehmen, weil sie einmal ein Tool für 30.000 Euro nicht kaufen wollten. Das ist so meine Erfahrung. Also da ist man in Unternehmen oft sehr, sehr kurzsichtig. Also das ist das Einzige, wo ich sagen würde, ich bin auch dafür, so wenig wie nötig, ja, so viel. Aber alles das, was nötig ist, sollte man auch tun. Also das ist, glaube ich, das. Ja. Prima. Gibt es noch weitere Fragen? Ich bin mit meinen durch, die ich auf der Hand hatte. Es ist eine Art, noch was entstanden jetzt im Laufe der Zeit, was ihr an die beiden richten möchtet. Ich habe eine Sache, das ist so meine ja? persönliche Sache, weil ich tatsächlich mich da so selber so gelernt habe in den letzten 5 Monaten, wo das Thema Data Fabric rausgekommen ist. Und es gibt die Azure Data Factory. Und dann irgendwann habe ich festgestellt, dass viele Kunden denken, dass eine Fabrik und eine Factory eine Fabrik ist. Und das ist ja das Gleiche. Deswegen einmal vom Experten, können die einmal erklären, was hinter dem Prinzip von einer Data Fabric steht, dass es keine Factories, also keine, sondern was anderes. Hi, du vielleicht einmal, Prinzip Data Fabric, was dahinter steht. Ich glaube, ich höre es auch an Matthias. Schneller. Oder, und da ich noch meinen Zug bekriegen will, glaube ich, macht es Matthias. Okay. Das ist ja das bisschen, was ich so gesagt habe. Also die Fabric ist so mehr so die Idee, dass ich einen Analytics-Layer also reinbaue, einen Data-Layer und das dann darunter mir verschiedenste Datenquellen zusammenfassen kann und ich dann situativ gucke, ziehe ich sie aus dem Lake, aus dem Data-Warehouse oder woher auch immer. Ja? Und die Data Factory ist ein Tool von Microsoft in ihrem Azure-Stack, was ein klassisches ETL-Tool ist, aber halt so eins, womit ich eben nicht nur 5 Zeilen von A nach B schieben kann, sondern wo ich einfach durch Parallelisierung richtig Dampf geben kann. Ja? Also da kann ich super schnell massenhaft Daten von links nach rechts, von oben nach unten machen und einmal rumdrehen. Also das ist einfach ein sehr starkes ETL-Tool, aber wo ich wirklich ETL mache, ist auch Low-Code. Ja? Also ich kann mir die Sachen zusammenklicken. Wenn ich dann so ein bisschen tiefer rein will, muss ich dann JSON programmieren können. Also da wird es dann auch ein bisschen abwegig. Aber die Fabric ist halt dazu. Also das eine ist halt wirklich ein ETL-Tool. Das andere ist mehr eine Idee dahinter, wie ich Datenzugriffe generell aufstellen kann. Danke. Dann danke ich euch. Ein Applaus für die beiden, bitte.